Ich bin Seven und ich bin freakish. Und herzlich willkommen bei Freakish. Kelly hat es letzte Woche angekündigt, wir werden heute zusammen der Dance abrocken. Und Kelly, auf was freust du dich am meisten heute Abend? Am meisten freue ich mich auf die 12 internationalen Dance Crews, die heute gegeneinander antreten. Diese haben völlig verschiedene Tanzstile auf Lager. Das heißt, es wird absolut spannend, vor allem wer dann am Schluss gewinnt. Ich bin auch sehr gespannt, also wir legen gleich los. Ein Dance-Contest, bei dem die verschiedensten Tanzstile repräsentiert sind. Das zeichnet The Dance aus. Eine Jury bestehend aus Russell Simmons, Angela Martini, Storm, Burim, Betty, Carmen Geiss und Sala beurteilt die Talente auf der riesigen Bühne. Nun quetschen Alice und Kali die Tänzer und Jurymitglieder auf dem Purple Carpet aus. Hi, ihr seid ja vom Swiss All-Star Team. Was erwartest du von heute Abend? Was ich erwarte, ich denke, ja, eine tolle Show. Es hat, glaube ich, 12 internationale Teams und ein Schweizer Team. Wir haben so ein Swiss All-Star Team gemacht und ich denke, es wird ziemlich gut, ja. Freust du dich auf heute Abend? Bist du nervös, aufgeregt? Ich bin scheiß nervös, ja. Meine Beine zittern, ich bin so nervös, aber ich bin so froh, dass ich eine gute Unterstützung wie John Agizilas bei mir habe. Er ist aus Amsterdam und macht das auch schon ein bisschen länger, das Battling. Also er kennt sich halt da halt sehr gut aus und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Er versteht jetzt gerade kein Wort, aber... I am so excited. She's just breaking my concentration every time I turn to the left. Now, seriously, to have such a big event in Switzerland, Zurich, representing hip hop, dance in general, makes me really emotional for one and makes me very proud because it's a lot of work, a lot of investment as well, and that's great. Ja, an den richtig guten Partys wird abgetanzt. Und wo ihr abschicken könnt, seht ihr jetzt bei unserem Party-Tipps presented bei usgang.ch. Am Freitag, 20. Mai, kommt kein Geringerer als Nelly in den Zürcher Club Alice Jew. Auf dem Paradise Floor wie auch im Rabbit Hole wird die Nacht durchgefeiert. Ladies and Gentlemen, be there! Latin Affairs. Am Freitag, 20. Mai, wird dir im Vioch gezeigt, was dich im Sommer erwartet. DJ Cochano und DJ Ronnie Roy bringen dich mit heißen Beats in beste Stimmung. Spice Girls, Venga Boys, Backstreet Boys. Kleiner Flashback für all die, die mit Bravo-Hits aufgewachsen sind. Am Samstag, 21. Mai, werden im Berner Bierhübeli die größten Bravo-Hits in voller Länge zu genießen sein. Am Samstag, 21. Mai, werden Tom Pool, DJ Sam und viele weitere geniale Daypartys im Schaffhauser Güterhof schmeißen. Sei dabei und feier in den Sommer hinein. Am Freitag, 17. Juni, wird im Basler Café Singer eine Party steigen, die man nicht so schnell vergessen wird. Dennis Ferrer höchstpersönlich wird den Gästen eine Nacht voller musikalischer Höhepunkte bescheren. I love Switzerland. Got me, guys! Kill me lots of them. Killer. 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 Also ich erwarte von heute Abend auf jeden Fall ganz viele tolle Leute, super Tänze, Hip-Hop-Tänze und auch mal gucken, dass ich das bewerten kann, dass ich mal auf der anderen Seite sitze und das auch mal genießen kann und nicht immer nur davor. Und was ist deine Verbindung zum Tanzen? Meine Verbindung zum Tanzen, jeder, der Let's Dance gesehen hat vor 2 Jahren, weiß, dass ich da auch mal mitgewirkt habe und da ist meine Leidenschaft zum Tanzen entstanden. Und what the
Wow, Alice, um so ein Event zu organisieren, da gehört einiges dazu. Das stimmt, man muss auf so viele Sachen achten. Die Location muss stimmen, die Leute und die Musik. Und wenn wir schon bei der Musik sind, Seven hat ja für The Dance den Soundtrack produziert. Das stimmt und Serap hat ihn getroffen. Lasst uns doch mal schauen, was er so zu sagen hatte. Schönen guten Morgen, Seven. Es freut mich, dass du hier bist. Auch eine Riesenehre für mich. Ich habe erst gerade vor ein paar Tagen Sing meinen Song gesehen und das war dein großer Tag. Für mich war das persönlich so, oh mein Gott, ich wäre voll nervös, weil Xavier Naidoo ist für mich auch ein Riesensänger. Wie war das für dich, mit all diesen großen Künstlern, auch Nena und all den anderen, zusammenzuarbeiten? Weil man singt ja deinen Song, aber du singst ja auch die anderen Songs. Es ist natürlich in meinem Leben immer so, dass ich mich auf alles perfekt vorbereite. Und da wurde mir eine Situation hingezimmert, wo ich mich nicht perfekt darauf vorbereiten konnte. Weil sowas kannst du sonst nicht erleben. Es gibt sonst keine andere Möglichkeit, dass du auf der einen Seite deine Songs überhaupt zu hören. Ansonsten singe ich ja meine Songs. Also ich war noch nie an einem Coverkonzert von mir. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Deswegen nur schon alleine die Tatsache, deine eigenen Songs zu hören und sie nicht selber zu singen, das ist schon strange genug. Und dann noch von diesen Monstern, also irgendwie Wolfgang und Xavier, mein Wolfgang ist seit 40 Jahren auf der Bühne mit Kölsch Rock und das ist schon etwas, da versuchst du dich so vorzubereiten, dass du vielleicht dann emotional nicht gerade ausbrichst oder einfach nur heulst den ganzen Abend, versuchst ein bisschen cool zu bleiben. Ich habe gar nicht geheult, also ich habe nichts gesehen. Aber es war dann schon echt, echt krass, also da durfte ich Emotionen erleben und Gefühle haben, die ich so noch nicht hatte und das so in diesem kleinen privaten Bereich unter Kollegen. Ganz, ganz spezieller Abend, werde ich nie vergessen. Wie hat sich eigentlich die Zusammenarbeit jetzt mit The Dance ergeben, dass man sagt, okay, nein, da muss jetzt Seven unbedingt mit dabei sein? Die Organisation von The Dance kam auf mich zu, weil sie wirklich auch, sie wussten, ich bin leidenschaftlicher Tänzer, nicht selber Tänzer, aber ich tanze gerne grundsätzlich und ich beschäftige mich damit. Ich habe mit dem Song Nobody Wants to Dance auch so ein bisschen mit dem Video, das wir gemacht haben am Hauptbahnhof Zürich, auch so ein bisschen das Tanzen zum Thema gemacht. Ja. Und deswegen sind sie dann auf mich zugekommen, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre, nochmal so einen Song zu machen. Da habe ich gedacht, ey, das ist ja schon ein Song, der das Thema schon aufgreift. Lass uns doch einen geilen Remix machen von dem Song und irgendwie die Geschichte weiterziehen. Und so sind wir dann sehr, sehr schnell auf einen Nenner gekommen und haben dann die Zusammenarbeit so geschustert, wie ich finde, macht sie sehr, sehr viel Sinn und ist auch kredibel. Und ich will dann auch nicht in der Jury sitzen und dann irgendwie als Sänger, Tänzer bewerten, sondern ich mache das, was ich kann. Ich habe Musik beigesteuert und den Rest sollen die Menschen machen, die da ihre Kernkompetenz haben. Aber mittlerweile bist du ja gar nicht mehr so die unbekannte Persönlichkeit. Ich meine, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz schaut zu. Jetzt bist du auch in Deutschland auch unterwegs. Was ist das für ein Gefühl? Ist sicherlich auch neu, weil jetzt kennen die Leute Seven. Ach so, das ist der von Sing My Song. Das wird für uns natürlich sehr, sehr spannend, weil wir schon oft in Deutschland gespielt haben, aber natürlich noch nie so ein Echo oder so eine Resonanz und so eine Plattform hatten, wie wir das jetzt haben seit ein paar Wochen mit Sing My Song. Das heißt, die 3,5 Millionen, die da immer so zuschauen, die wissen jetzt davon. Wir sind irgendwie bei iTunes auf die 1 geschossen und irgendwie Tausende von Tickets verkauft für die Herbsttour. Es ist wirklich unglaublich, was wir für eine Welle da mitkriegen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Deutschland jetzt mit Fanta 4. Durftest du zusammenarbeiten? Man hat auch einen kleinen Ausschnitt gesehen bei Sing My Song, was du da schon gemacht hast. Also, wie war so die Zusammenarbeit und wie kam es dazu? Ich habe vor vielen Jahren den Smudo über 18 Ecken angeschrieben, wie ich es immer so mache. Ich probiere es halt mal. Nur die Frechen kommen weiter. Ja, kann man auch so sagen. Ja, man kann das Glück nicht erzwingen, aber man kann es herausfordern. und das mache ich immer wieder. Dann habe ich da auch wieder gemacht. Das geht natürlich auch manchmal in die Hose, aber ist ja egal. Und wir blieben dann sehr, sehr lange in Kontakt. Wir haben uns immer die Alben hin und her geschickt, was er gerade macht, was ich ja mache. Und sind dann 6 Jahre später ein Festival echt mal zusammengeprallt. Und hatten dann wirklich einen feuchtfröhlichen Abend mit der ganzen Crew, ja, das auch, ja. Und mit seinem Management, mit dem Bär Leska, der seit 25 Jahren an der Seite von den Fantas das Ganze rundherum managt und macht.
Und ja, drei Tage später habe ich bei diesem Manager unterschrieben für das Territorium Deutschland. Sind dann von den Fantas so ein bisschen getestet worden als Vorgruppe, weil ihnen das Black Funk Love Soul Album gefällt. Und dann haben sie wirklich Hals über Kopf alles andere weggeschmissen und gesagt, hey, wir wollen nur noch mit dir, und sofort einen Song zusammen gemacht für die Best Of. Und wir werden jetzt auch dieses Jahr ab Dezember, nee, doch, ab Dezember wieder auf der Hallentournee mit ihnen zusammen beinahe eine 250.000 Menschen bespielen zusammen. Are you excited for tonight? I'm really excited. I can't wait to be there, because I know then we have a lot of a very nice group with a high level. I'm very excited because I want to see the people dance. Are you excited for tonight? I think it's going to be a lot of fun. Yeah, I am excited. I wish you a nice evening, much fun. Thank you. Enjoy. Über die Stage fliegen. Genau. Ja, so sieht's aus. Also, heute haben wir einen Einsatz, eine harte Mission, aber wir sind sehr gut vorbereitet, haben schwere Waffen heute mit dabei. Die Show ist leider zu Ende. Es hat so Spaß gemacht. Es war eine Riesensache und mir hat es total gefallen. Und den anderen auch, wie wir gesehen haben. Wir waren beim ersten The Dance live dabei. Ich würde sagen, wir tanzen jetzt ab nach Hause.